Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splash Talk, dem Paintball-Podcast. Mein Name ist Chris und ihr kennt mich wahrscheinlich vom Paintball-Channel. Heute haben wir mal wieder eine besondere Folge, denn wie ihr vielleicht merkt, ihr könnt mich sehen, es ist eine Folge, die läuft als Video und als Ton. Das heißt, ihr könnt sie auf meinem YouTube-Kanal sehen und auch als Podcast hören. Mein heutiger Gast macht dieses Jahr hoffentlich die 25 voll. Er kauft echte Panzer wie andere Leute neue Unterwäsche und ist mit Herz und Seele Eventveranstalter, der sein letztes Hemd für die Paintball-Szene gibt. Er ist ein guter Freund von mir und PBC-Unterstützer der besten Art. Herzlich willkommen, Bertel. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Genau. Die meisten wissen es nicht. Manche, die deinen Instagram-Posts und Stories folgen, wissen, heute ist eine Aufnahme. Wir haben aber schon mal eine gemacht. Und ja. Wenn es mal eine ganz dunkle Stunde gibt, gibt es die vielleicht zu hören. Aber eigentlich liegt das nur an mir, dass es die nicht zu hören gibt, also, denn der Ton war von mir kaputt. Aber mich würde schon interessieren, wie die Nachvertonung da funktioniert hat. Ja. Wäre aber lustig gewesen. Irgendwann mal, als April-Special vielleicht. Ja, genau. Wenn bei Helene Fischer die Aufzeichnung falsch ist und sie singt ins Mikro und ist drei Takte vorn. Ja, genau. Sowas gibt es ja gerade in der Szene öfters mal, dieses Playback-Singen. Ja. Ja, ich komme ja aus dem Bereich, ne? Du kommst aus dem Bereich Playback-Singen? Nee, aber ich habe ja vorher eine Veranstaltungsagentur gehabt. Und also die meisten singen ja nicht Playback, so als Hintergrundinformation, sondern Halb-Playback. Genau. Das heißt, quasi die singen über ihre eigene Stimme drüber, dass wenn irgendwas ist, wenn was ausfällt oder so, oder dass die dann einmal ins Publikum schreien können, dass es so wirkt, dass genau. Das echt. Ja. Haben wir mir auch schon gehabt, ne? Black Music Festival, werde ich nie vergessen. Irgendein Ami war da, 23.000 Gäste, ja. Das waren andere Größenordnungen, muss man wirklich sagen. Damals, ne? Jetzt sind ja für mich 1.000 schon viel, ne? Damals war das anders. Und da ist ernsthaft bei einem mal das Playback ausgefallen. Das war echt. Oh, und dann hört man, was da wirklich rauskommt an Qualität. Und das ist teilweise nicht so toll. Nee. Ich habe jetzt kurz gedacht, wir haben gerade ein neues Special von dir herausgefunden, dass du früher mal Schlagersänger warst. Nee, also wenn ich was nicht kann, dann singen. Ja. Okay. Aber kommen wir mal vom Schlagersingen, was wir nicht können, zu einem Thema, was man vielleicht nicht sollte und das Überthema sozusagen dieser Podcast-Folge auch sein sollen. Und zwar, wie spielt man Paintball richtig im Wald? Allgemein hoffe ich, dass du als Betreiber, kann man nicht sagen, aber als der Feld, Organisator mit dem größten Feld in Europa, mit der meisten Waldfläche in Europa, dazu einiges sagen kannst. Ja, also als erstes kann ich mal dazu sagen, Finger weg. Das kann ich als erstes dazu sagen. Einfach irgendwo im Wald Paintball spielen, ganz, ganz schlechte Idee. Selbst wenn der Besitzer des Waldes das erlaubt, ist es eine sehr schlechte Idee, weil es nämlich trotzdem nicht erlaubt ist. Also er kann es quasi nicht erlauben. Ja. Es müsste dann so sein, dass das quasi ein befriedetes Besitztum wäre und das alles eingezäunt ist, weil es kann ja trotzdem irgendwie mal einer ein Pilzesammler vorbeikommen und dann hast du schon wieder die Probleme am Hals. Also Paintball-Markierer hat außerhalb von einem Paintball-Spielfeld oder von einer Anlage oder von einer Eventanlage im Großen und Ganzen, also sprich von einem genehmigten Bereich, eigentlich nichts verloren. Ja. Grundsätzlich, was viele ja auch manchmal verdrängen, und das wird ja auch immer wieder gerne gesagt, wir reden beim Paintball nicht von einer Waffe, sondern von einem Markierer. Aber wir müssen auch mal ganz klar sagen, in Deutschland fällt es unter das Waffengesetz und darum wird es auch so gehandhabt. Kann man das so sagen? Kann man nicht ganz so sagen, weil es ist so, es fällt natürlich, ist ein Paragraphenbereich vom Waffengesetz, aber deswegen reden wir auch vom Markierer, weil dadurch praktisch, dass der Paintball-Markierer gewisse Auflagen ja erfüllt, sozusagen hat er diese Befreiung. Ja? Ich will jetzt da nicht gesetzlich genau drauf eingehen. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich den Hintergrund aber entsprechend kenne. Also bevor jetzt dann wieder 5.000 runterschreiben, ja, aber das heißt doch noch Paragraph sowieso. Aber es hören. Das ist hier keine Rechtsbelehrung. Wir reden nur Infos von Leuten, die sich damit schon öfters auseinandersetzen. Naja, gut, das ist natürlich mein täglich Brot da irgendwo. Auch wenn jetzt die Anlage, wo wir unsere Veranstaltung machen, in Polen ist, deswegen finde ich es trotzdem ganz, ganz wichtig, dass man einfach weiß, was man macht. Und es ist halt so, dass wenn du dem Markierer halt nicht den deutschen Gesetzen entsprechend sozusagen eingestellt hast und wenn der nicht die ganzen Prüfungen hat, fällt er eben dann schon unter das Waffengesetz in der ureigenen Ausprägung.
und dann läufst du halt mit einer Waffe durch die Gegend. Also das muss einem immer klar sein. Also auch wenn wir mir das natürlich als Spielzeug betrachten, weil es nun mal aus meiner Sicht einfach ein Spielzeug ist. Deswegen nenne ich das Ganze ein Spiel. Ja, das hat zum Glück mit der Realität und mit sowas wirklich gar nichts zu tun. Da lege ich extrem viel Wert drauf. Ja, weil das, was wir machen, ist Spaß. Und im Prinzip Räuber und Gendarm für Erwachsene spielen. Ja, oder. Das stimmt schon. Na, es gibt ja genügend. Aber es ist so, halt, man darf es halt nicht zu sehr. Also, man kann es auf dem Feld, wie du es machst, wenn man es da richtig macht, kann man es ganz gut als Spiel sehen. Aber genau, außer im Feld ist es eben kein Spiel. Genau. Genau, sondern da kann es halt ganz schnell ernst werden. Und wenn man dann an die falschen Leute kommt, dann kommen vielleicht die Polizei oder sonst irgendwer und dann hast du ganz, ganz schnell riesige Probleme am Hals, obwohl du eigentlich nur was spielen wolltest. Und das muss jedem einfach immer bewusst sein. Also wer da wirklich mal Interesse dran hat, Rechtsberatung in dem Sinn darf man ja nicht geben, aber jederzeit kann mir da Nachricht schicken. Ich kann das dann auch mal entsprechend aufbereiten. Ich finde, das würde jetzt den Podcast sprengen. Haltet euch einfach dran, geht's auf Paintball-Spielfelder und ihr seid immer auf der sicheren Seite und fertig. Genau. Gibt es ja mittlerweile auch immer mehr, oder naja, gerade ist ja sowieso so ein bisschen schwieriges Thema, aber es gibt, sag ich mal, sehr viel mehr, als ich angefangen habe mit Paintball, gab es, glaube ich, so gefühlte 6 Felder in Deutschland. Also, wie ich angefangen habe, gefühlt in Bayern 1, ja, und ich bin in die Tschechei angefahren zum Paintball-Spielen, weil es eigentlich nichts gegeben hat. Ich glaube, in Bayern gibt es immer noch nur eins. Also leider, das Feld in München, wo ich angefangen habe, das gibt es nicht mehr, das stimmt. Ja, das hat sich erledigt, aber der Mark Whiteman, der Betreiber, ist ja dann nach Tschechien gegangen und betreibt dort das Gotcha-Spielfeld Süd. Das ist meine Urheimat, was Paintball anbelangt. Und du sitzt ja jetzt auf dem ehemals, also aktuell sitzt du nicht dort, aber auf dem Gotcha-Spielfeld Nord. Richtig. Kennen vielleicht auch noch viele den Namen. Ihr habt euch, wann war das, vor 2 Jahren? Genau. Ein neues Branding geholt? Also wir haben uns zu Ende 2019 neues Branding zugelegt aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, hat es immer sehr, sehr viel Verwechslungen gegeben mit dem Gotcha-Spielfeld Süd in Tschechien. Die haben aber andere Preise, haben ein anderes Angebot. Und damit man einfach, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das dann da gestanden sind, die da gebucht haben, aber dann auf dem falschen Feld waren und so, damit man das Ganze ein bisschen sozusagen besser abgrenzen kann. Und das Zweite ist, wir wollen die Leute vom Computer wegholen, vom Online-Gaming zum Live-Gaming und haben deswegen auch den Namen Battleground gewählt. Na, wer das kennt, PUBG. Players Unknown Battleground ist ja eines der bekanntesten Spiele in die Richtung. Und wir wollen die jungen Leute dazu bewegen, dass sie halt auch mal praktisch wieder Frischluft schnuppern und nicht nur am PC sitzen, sondern das Ganze halt auch mal in live erleben. Und das ist so ein bisschen unser Credo. Ja, da habt ihr natürlich zum Glück die besten Voraussetzungen. Ich glaube, ihr wollt sogar noch mehr erweitern. Aber lass uns mal über das Battleground als Paintball-Feld sprechen. Ihr habt eine riesige Fläche. Wie groß seid ihr aktuell? Aktuell haben wir 92 Hektar an Gelände und im Moment haben wir 22 einzelne Maps in-game, also Spielfelder. Die sind auch zum großen Teil immer einzeln zumindest erkennbar oder auch abgenetzt? Nee, die sind einzeln abgenetzt mit einzelnen Eingängen und vor allen Dingen auch größtenteils thematisch getrennt. Ja? Das heißt, auf einem Feld haben wir halt ein Flugzeugwrack stehen, auf dem anderen Feld haben wir irgendwelche Tunnel, auf dem dritten Feld haben wir eine Containeranlage stehen, wo du dann da durchspielst. Jetzt dann ganz neu auch Hyperball-Deckungen, sodass für jeden was gegeben ist. Vom Zombie-Feld bis Hyperball soll alles dabei sein. Und so, dass es halt auch keine Wartezeiten gibt. Weil wenn mich was immer genervt hat, wenn ich selber Paintball spielen gegangen bin, dann war ich dort hoch motiviert. Es waren leider ganz, ganz viele andere, die hoch motiviert waren, auch da. Und dann hast du ewig gewartet, bis dass du auf dein Feld gehen hast können. Und das kann da halt bei uns einfach nicht passieren. Ich mag es halt, ihr habt ja ziemlich viel Wald, aber es ist halt trotzdem, habt ihr auch immer wieder freie Flächen für die Felder auch dann freigelegt. Ihr habt daher, wo ich dich eigentlich erkenne, vom SBG, also vom Szenario Big Game, was du mit ins Leben gerufen hast, oder glaube ich, den Startschuss schon vor einigen Jahren gegeben hast. Ja, 2008 halt.
2008 habt ihr da ja auch einiges gemacht und da sind ja nicht jetzt nur diese kleinen Felder, sondern nee, da wird dann alles bespielt. Genau, also das. Ihr habt ein paar Gebäude habt ihr auch, ihr habt Hügel. Ja, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, haben wir 10 oder 11 Gebäude. Wir haben entsprechende Hügel. Wir haben inzwischen ein eigenes für die MacFed-Paintball-Spieler, was ja auch ein eigener Bereich von Paintball ist, ein eigenes MacFed-Feld. Das sind sogar 31 Gebäude, die man in dem Bereich dann bespielen kann. Wir bauen halt alle Netze weg. Ja, und dann ist halt, das haben die normalen Paintball-Spieler, sind halt dann ein riesiges Spielfeld. Und in Zukunft sind es halt zwei riesige Spielfelder nebeneinander. Ein so ein Spielfeld hat 30 Hektar und dann hast du quasi 2 mal 30 Hektar plus die Rahmenbedingungen. Wir im SBG haben inzwischen ja trotzdem noch immer 7 einzelne Felder, die man noch für Side-Events und sonst das bespielen kann. Also selbst beim SBG sind noch 7 Felder über. Ihr seid ja da auch eigentlich richtig gewachsen und ihr, meiner Meinung nach, hängt ja schon seit ein paar Jahren so immer an der krassen Grenze von, ihr seid in ein paar Minuten voll, angefangen mit 130 Spielern, jetzt glaube ich Obergrenze 1300. Ja, im Moment. Mit beiden. Genau, es ist ein Luxusproblem, aber es ist jetzt inzwischen schon fast ein Problem. Am Anfang war das ja mehr Spaß, ja, dass wir da um 0 Uhr das Buchen angefangen haben. Inzwischen ist es echt fast ein Problem, weil natürlich viele Leute dann teilweise auch kein Ticket mehr bekommen und das ist natürlich nicht so schön. Ja, sondern es soll ja eigentlich da jeder Teilnehmer kennen, das ist ja unser Anspruch. Wir sind ja kein, also ich bin ja kein gewerblicher Betreiber, sondern ich mache das als Hobby, sage jetzt zwar immer wieder, aber es ist halt so, auch wenn es schon völlig anders wirkt inzwischen. Aber ich habe wirklich mit, das erste SBG waren es 130 Spieler und so haben wir angefangen. Und da bin ich noch auf einer Holzkiste gestanden und habe da die Ansagen gemacht. Inzwischen stehen wir auf einer Event, also auf einer Festivalbühne. Es entwickelt sich halt weiter und wir werden auch weiter uns entwickeln, allerdings nicht um jeden Preis. Es kommen ja immer wieder die Forderungen, dass wir mehr Spieler zulassen sollen. Bin ich sehr zwiegespalten, ja. Zum einen verstehe ich es, weil natürlich immer mehr Leute die Chance haben sollen, teilzunehmen. Es ist ja das letzte echte Festival, das es noch gibt. Und zum anderen ist es aber so, dass die Qualität nicht dahinterher sinken darf. Ja? Und bei mir ist immer erst Qualität und dann Quantität. Und wenn wir das entsprechend leisten können, dann werden wir wieder ein paar mehr Spieler zulassen. Können wir es nicht leisten, mache ich das auch nicht. Ja, das finde ich immer ganz gut. Gerade ihr seid ja mittlerweile viel mehr als nur ein Paintball-Feld, auch viel mehr als Airsoft oder Lasertag. Ja. Ihr entwickelt euch ja auch gerade in eine komplett nicht neue Richtung, aber ihr macht das Überthema so weit neu auf. Ja, wir sind ein riesiger Abenteuerpark eigentlich. Ja. Ja. Aber auch mit Campingvorbereitung. Ihr seid ein offizieller Campingplatz. Wir sind jetzt ab Mai beim ADAC und beim Deutschen Campingverband geführter offizieller Campingplatz. Also wir sind einer der ersten. Es gibt, glaube ich, ganz Europa 3 so Adventure-Action-Campingplätze. Einer davon sind wir. Ich habe das Konzept im Ausland halt irgendwo mal gesehen und habe dann gesagt, okay, das kann man adaptieren für uns. Und in dem Sinne praktisch bauen wir das jetzt aus. Wir haben jetzt aktuell dann erstmal 80 Parzellen zum Campen. Dann haben wir natürlich das Hostel mit 150 Betten. Und wir haben das Restaurant, wir haben einen Beachvolleyballplatz, wir haben eine Boulderwand, wir haben Radrundstrecken. Wir haben jetzt in dieser Saison ganz neu einen eigenen Badesee mit so einem Beach-Shuttle, so einem Shuttle-Transporter, der dann die Leute zum Strand fährt und wieder zurück. Und da seid ihr noch am Arbeiten, glaube ich. Da sind wir noch am Arbeiten. Mit also da passiert gerade viel. Genau, wir tun gerade den Strand aufschütten und da kommt dann eine Beachbar hin und so eine Badeinsel praktisch, die wir mitten in den See packen. Also das hat sich inzwischen... Da wurde ich auch schon angesprochen, ihr schüttet keine Insel auf, sondern da kommt wahrscheinlich so ein schwimmender Ponton. Genau, so ein Ponton hin, festgemacht ist. Schützel. Eine Ponton-Insel kommt da hin. Eine Ponton-Insel. Ja, wo man halt dann mal reinspringen kann und so. Einfach nach dem Paintball spielen, lässt den mit dem Bus da runterfahren, mit diesem Shuttle da runterfahren, den bauen wir auch gerade. Ja. Da kommt eine Musikanlage drauf und so, dass du, weil es sind ja doch 600 Meter oder so, dass du während der Fahrt auch noch ein bisschen Spaß hast. Springst du unten raus, haust den Liegestuhl rein, gehst mal ins Wasser, nächsten Tag spielst du wieder weiter. Unser Ziel ist Die wirklich, coolen liegen immer auf der Insel, ne? Die coolen liegen dann richtig, immer auf der Badeinsel. Richtig, ja, die coolen liegen auf der Badeinsel, das heißt, dass sie vor die Mädels ein bisschen präsentieren können. So das Übliche halt, wie man das erkennt. Ja, es ist einfach, wir haben
Vorteile, wir haben auch Nachteile. Der Nachteil von uns ist, dass wir halt relativ weit weg sind von allem. Wir sind um die 100 Kilometer weg von Berlin. Das ist schon ein Stück. Der Vorteil bei uns ist halt, dass wir halt ein Angebot bieten können, das es halt sonst nirgends gibt. Das hat jetzt mit einer normalen Paintball-Anlage eigentlich nichts mehr zu tun oder nur ganz bedingt was zu tun. Auch gerade nochmal Paintball und Software. Bei euch gelten natürlich, ich weiß, dass ihr alles nach bestem deutschen Standard macht. Ja. Ich kenne viele Felder, ihr seid da super hoch. Aber regelmäßig gilt bei euch das polnische Gesetz. Also hat das Auswirkungen? Also kann ich mit meiner ganzen Familie, kann ich ja bei euch Paintball spielen? Na klar, also bei uns kannst du ag 12 Paintball spielen, ab 8 Lasertag spielen. Wir halten uns, was Sicherheit anbelangt, an die deutschen Standards, weil die aus meiner Sicht einfach höher sind als die polnischen. Wobei man sich da auch täuschen könnte, also die Zeiten haben vorbei, ne, wo man da alles Mögliche machen kann. Bei uns ist es genauso, wenn wir so ein Spielfeld bauen, dann kommt da noch der TÜV Rheinland übrigens, und nimmt das ab. Also das ist nicht mehr so, wie das mal war. Ne? Früher hast du da ungefähr machen können, was du wollen hast. Inzwischen ist es so, Polen ist fest in der EU verankert und wir haben dieselben Auflagen im Prinzip EU-weit wie die anderen auch. Einziger Unterschied ist, in Polen ist ein Paintball wirklich Spielzeug. Ja. Und nicht wie im Deutschen dem Waffengesetz untergeordnet. Ne? Okay. Jetzt steht das SBG 25 an. Und der Name vom SBG 25 ist schon ein ganz großer Punkt, weil das gibt es auch nirgendwo anders. Titelthema ist Tanks. Ja. Und die gibt es ja bei euch auch schon. Wer es noch nicht weiß, was fährt man bei euch so rum, wenn man jetzt so zum ersten Mal zu euch also kommt? Oder was sieht man? Aktuell alles? Fährt bei uns ein T-55, russischer Kampfpanzer, dann ein OT-64, das ist ein 8-Rad-Schützenpanzer, ein BRDM-2. Das ist ein Vierrad-Schützenpanzer und ein Prager, das ist ein tschechischer Schützenpanzer. Also insgesamt haben wir derzeit 4 Panzerfahrzeuge, mit denen bieten wir auch Panzerfahrten an. Bei uns ist ja zum Beispiel jetzt Wochenende, wenn du als normaler Gast kommst zum Spielen, kannst du um 4 Uhr Nachmittag mit uns eine gratis Panzerfahrt machen. Das ist bei jedem und das Paintball-Ticket mit Inclu. Und naja, wenn wir schon die Dinger haben und wir nehmen ja jetzt mal ein anderes Thema. Beim letzten Mal war das Thema ja praktisch die Apokalypse, dann haben wir schon das Thema Infection gehabt. Dann jetzt beim SBG im Herbst haben wir ein Wiesn-Special. Wir suchen uns halt jetzt mal ein eigenes Thema raus und nachdem wir halt die, nachdem halt ja das ein bisschen ein USP ist bei uns, ne, die Panzerangelegenheit, werden wir halt beim nächsten SBG, da verrate jetzt auch nicht so viel, diese Panzer halt ein bisschen in den Vordergrund stellen. Da wird halt eine Mannschaft praktisch, wird die Panzer an bestimmte Koordinaten fahren müssen, um Punkte zu kriegen. Die gegnerische Mannschaft hat halt diese Panzerabwehrgeschütze in Anführungszeichen, natürlich alles auf Spielmodus. Ne? Also bevor jetzt schon wieder irgendwelche kommen wow, und so. Ne? Also was wir machen ist ein Blockbuster oder Ego-Shooter live spielen, aber zum Glück, und da lege ich auch ganz, ganz viel Wert drauf, hat das mit der Realität absolut nichts zu tun. Ne? Wirklich nichts. Und, aber es sieht cool aus. Aber es sieht cool aus, genau. Wir könnten jetzt im Prinzip auch mit Bagger rumfahren. Die finde ich auch geil. Ja, also, wäre auch mal ein interessantes Thema. Bob, der Baumeister-Thema. Ja, vielleicht irgendwelche, wie viel Erde welches Team bewegt hat. Du brauchst immer irgendwie neue Themen und ich bin da. Ist aber gar nicht so schlecht. Ja, ist gar nicht so doof. beim letzten Mal haben wir ja Wasser abgepumpt. Dieses Mal praktisch müssen wir halt Panzerfahrzeuge an welche Punkte fahren. Und so versuchen wir halt das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten und dem Ganzen halt auch immer so ein bisschen ein Thema zu geben. Genauso wie wir uns auch immer entsprechend verkleiden, auch die Bühne und alles, ne? Dass das dass das Gesamtkonzept, das ist quasi ein Gesamtkonzept immer. Das kommt aus meiner Veranstalterszene oder aus der Eventszene, da ist halt einfach so, du versuchst halt ein Gesamterlebnis zu bilden. Ne? Und, und sozusagen, dass du ein bisschen so in eine andere Welt abtauchst. Und das versuchen wir halt da umzusetzen. Ja. Ich habe ja beim letzten Mal schon eigentlich ziemlich viel mit dir auch in dem Podcast gesprochen. Ich will es trotzdem nochmal wissen. Wann hast du das letzte Mal Paintball gespielt? Das letzte Mal Paintball gespielt beim letzten SBG im September bei Kill the Crew. Samstagabend können alle Spieler gegen die SBG-Crew antreten.
in einem Side-Event. Ich musste eigentlich auch mal dabei sein. Ich habe mich beim letzten Mal gedrückt. Ja, du hast dich gedrückt und du gehörst ja quasi zur Crew, in Anführungszeichen. Und dementsprechend musst du eigentlich mitspielen. Okay, ich werde beim nächsten Mal Ausrüstung mitbringen. So ist brav. Ansonsten wir leihen eine. Oh ja, ist kein Problem. Ah, okay, ihr seid die Besten. Ihr habt gute Ausrüstung. Ihr habt ja schon mal bei euch vorgestellt. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Ja, wir haben jetzt aufgerüstet. Wir haben lauter Emacs für die Leihspieler mit Automatikhopper und so Housing. Also das ist richtig schick. Die sind sehr cool. Mhm. Ich habe mir gerade auch eine gekauft selber, weil ich mag die. Ich finde die auch super. Ich mag so ein bisschen, dass es Back to the Roots ist. Also ich mag das Mechanische gerade so ein bisschen mehr, finde aber 400, 500, 600 Euro für eine Autococker auszugeben, jetzt auch doch ein bisschen viel, so oft wie ich spiele, aber das Ding ist toll. Ja, gut, ich bin ein bisschen, ich gebe es zu, ich habe ein CS2. ja, was soll ich sagen? Der feine Herr gönnt sich. Der feine Herr gönnt sich manchmal, aber du hast ja auch immer super Connections zu den Leuten. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz fair und da möchte ich jetzt sagen, alles andere wäre gelogen, ich habe es ja nicht bezahlt. Ja. So weit sind wir schon. Naja, was soll ich sagen? Hast du eine gute Farbe gekriegt? Wo hast du denn hergeholt? Vom Butch? Vom Vom Letzel. Ne? Ich habe sie in Battleground Grau, ne? RAL 7016. Ah. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ihr macht visuell ja auch bei euch viel. Also wer euch bei Instagram, Facebook und YouTube folgt, ist ja irre, was man bei euch alles mitkriegt. Und dass du es halt auch immer alles so sehr offen und präsent immer zeigst, was du machst. Ja, das ist halt zum einen, finde ich das ganz wichtig, aber im Hintergrund so Gruppe praktisch an Spielfeldbetreibern, die da unterstützt, wo man viel zusammenarbeitet, weil Paintball muss ein bisschen aus dieser Randerscheinung raus und das kommt aus dieser Randerscheinung halt dann raus, wenn das nicht mehr so dieses, ja, da spielen ein paar so Militärverrückte im Wald Krieg in Anführungszeichen, sondern da wollen wir komplett weg, sondern das ist quasi wie ein moderner Abenteuerpark. Und genauso gestalten wir auch die Anlage. Und du kommst da hin und du sollst halt ein bisschen in eine andere Welt abtauchen. Ja? So ein bisschen in einer Live-Computer-Gaming-Umgebung. Und ich finde immer, wenn man sowas macht und wenn man so, so Ideen auch teilt, und ich bin ja froh, wenn andere Anlagen sagen, hey, nehmen wir mal ein Beispiel dran. Oder es gibt da Vorreiter, was weiß ich, Go Paintball zum Beispiel, die machen ganz viel in Richtung so Western Park. Das ist ja einfach so diese Freizeitrichtung, dann sucht man sich halt seine eigene Zielgruppe. Bei uns natürlich war es klar, durch die Umgebung von den Gebäuden, durch die Panzer etc. haben wir das natürlich ein bisschen so auf Battleground-Style gemacht. Die anderen machen ein bisschen Westernpark, die anderen machen vielleicht so ein bisschen Endzeit-Arena. Ja, du musst die Leute halt entertainen und so kommst du auch an eine breite Gruppe ran und kriegst da praktisch für das Ganze Akzeptanz. Es gibt ja die eine Seite, die sagt, okay, wir spielen Turnier-Paintball, was zu Akzeptanz führt bei den Leuten, weil es ein Turniersport ist, also ein echter Sport. Und dann, finde ich, gibt es aber noch die andere Seite, wo du sagst, okay, du machst das zu einer Freizeitattraktion. Beides nebeneinander ist für mich völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man praktisch, dass man sozusagen massentauglich ist. Und nicht zu A, nicht zu abgehoben und B, nicht zu speziell und C, nicht in eine Richtung, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Ja, natürlich, es wird geschossen, das ist halt so. Aber man darf sich da jetzt auch nicht total verrückt machen deswegen, weil beim Völkerball wird auch aufeinander geworfen. Ja? Dein Ziel ist auch, den anderen zu markieren und so. Der Mensch ist, oder, ist so ein bisschen Jäger und Sammler. Ja, das Jäger steckt ja in jedem drin. Und wo ist, ich meine, im Grunde genommen ist ja, glaube ich, sogar jede Sportart eigentlich nur die Ertüchtigung der Soldaten in Friedenszeiten, weil kein Bauer ist auf die Idee gekommen, Sport zu machen. Das war halt nur fürs Grund, ne? Also so grundsätzlich, okay. Das Militär muss in Friedenszeiten fit gehalten werden, da kommt jeder Sport her. Ursprünglich gebe ich dir recht, aber natürlich ist irgendwann dann auch dahin gegangen, weil halt nun mal bei uns nur noch 10% oder 5% der Bevölkerung eine körperliche Ertüchtigung in der Arbeit haben. Sport ist ja daraus entstanden praktisch, dass die Leute Bewegung brauchen. Ja? Und natürlich, dass sich gegenseitig messen können. Naja, und das ist eine Ureigenschaft des Menschen. Und ob ich die jetzt mit Paintball beflügel oder mit anderen Sportarten, ist aus meiner Sicht alles legitim. Wichtig ist das, dass man sich da nicht irgendwo vor einem politischen Kahn spannen lässt.
sondern ja, das stimmt auf jeden Fall. Wirklich offen ist für alle. Wer beim SBG war, ich meine, du bist ja selber dort, da ist ja wirklich jeder willkommen. Ja. Ja. Wir haben im Gegensatz zu irgendwelchen Gerüchten nicht bloß Schnitzel, sondern halt auch vom Asiaten über inzwischen vegetarisch bis ein ganz, ganz guter Spezi von mir zum Beispiel ist selber Vietnamese, der ist bei uns auch ganz dick in der Orga. Wir haben von allen Bevölkerungsgruppen haben wir Leute da. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich. Ne? Also so eine Eingrenzung finde ich Katastrophe. Ist überhaupt nicht meins und will ich auch überhaupt nicht. Ja, finde ich auch gut. Und das merkt man bei euch an jeder Stelle, dass es da immer offen ist, spaßig ist, jeder willkommen ist. Und ja, darum bin ich einfach auch unheimlich gerne immer wieder bei euch. Und das freut mich ja sehr, weil du bist ja eigentlich doch eher so zum einen aus der Turniersportecke und zum anderen ja doch, sag ich mal, sehr open-minded, was das Thema anbelangt. Ich meine, du hast ja offen auch zum Beispiel damals diese Markierer-Aktion da kritisiert, wo man natürlich kritisieren kann. Völlig legitim. Wichtig finde ich ist auch, dass man aufhört, sozusagen jedes Kritik gehört dazu und das ist total wichtig. Ja, ja. Ja? Und nicht sofort jedes Totbügel, so egal von welcher Seite, so, oh, das geht überhaupt nicht, puff, ne? Ich rede gar nicht drüber, zack. Ne? Sondern einfach sich auseinandersetzen, hey, die anderen mal kennenlernen, vielleicht einmal den Fokus, den die haben, auch wirklich hinterleuchten und, absolut. Und dann hat man viel mehr Verständnis für das Gegenüber, deswegen kann ich es trotzdem nicht wollen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja, wer zu mir sagt, hey, du pass jeder auf, darf's ja sein. Du mit deinem Szenario Games oder so, das ist überhaupt nicht meins, völlig in Ordnung. Aber deswegen auf jeden müssen Fall. Wir kein Problem miteinander haben. Überhaupt nicht. Stimmt. ich würde eigentlich habe ich noch ziemlich viel auf der Agenda. Okay, machen wir schnell, oder? Machen wir schnell. ich möchte auf jeden Fall, was ich beim letzten Mal schon mal gemacht habe, ich habe mir neue Fragen ausgedacht. Es gibt immer drei flotte Fragen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe ja auch etwas Zeit vergehen lassen, damit es nicht mehr ganz so aktuell im Kopf ist und du mir die gleichen Antworten gibst. Trotzdem, First Strikes oder Roundballs? Für mich selber Roundballs. Zum Spielen. Ja. Preis-leistungsmäßig oder weil du es einfach Spaß machst, mit dem Hopper zu spielen und mehr Bälle zu schießen? Weil ich von meiner Ureigenschaft halt Paintballer bin. Ja? Und mir, klar, das Macfeld auch Spaß macht. Aber wenn ich alles zusammenpacke, macht mir persönlich das richtige Woodland Paintball zurzeit am meisten Bock. Ja? Wenn du mich jetzt, was weiß ich, drei Monate vorher oder drei Monate später fragst, gut, im Moment ist es schwierig, weil man ja nichts machen kann, dann würde ich vielleicht auch wieder eine andere Antwort geben, weil das immer Phasen sind. Also bei mir sind das wie so Wellen. Ja? Mal eine Zeit lang bin ich voll auf MacFed abgefahren, finde ich immer noch cool, aber zurzeit habe ich wieder total Lust auf dieses Woodland Paintball. Ja. Ich freue mich auch auf euer Hyperball. Ja, also. Und das eine nimmt das andere ja Hammer. Nicht. Ja? Ich finde es immer ganz schlimm, wenn das andere ist für mich kein Paintball. Warum ist das kein Paintball? Also mit welcher Argumentation? Ja, kann ich nachvollziehen. Das stimmt. Nächste Frage. Was würdest du lieber angucken? Teil 1 bis 4 von Free Willy oder 8 Stunden dein Army Willy? Mein Army Willy natürlich. Den kann ich streicheln und den schaue ich mir von mir aus auch 5 Tage an. Ja? Ich liebe ihn. Wo hast du den her? Vom Panzerhandel. www.panzer-handel.de. Habe ich meinen Willis Chip gekauft. Und die haben den dir vor die Haustür gestellt oder bist du denn? Nee, ich habe den in Frankfurt abgeholt. Richtig, mit dem Hänger abgeholt und so. Ich fahre mit dem aber in die Arbeit. Also es ist ein bisschen auch dein Tagesgeschäft, dein Tagesfahrzeug. Genau, auch. Es ist ein bisschen, sondern es ist mein Tagesfahrzeug. Ich fahre mit dem rum, Außer im Winter, da ist es ein bisschen luftig. Ich habe mir letztens mal, um mich auch so ein bisschen zu informieren, nochmal überhaupt, was das für ein Fahrzeug ist, mir das angeguckt. Ich glaube, das war auch eines der ersten Fahrzeuge, was die Funktion hatte, dass man die Windschutzscheibe abklappen konnte. Genau, du kannst die Windschutzscheibe von runterklappen, du kannst das ganze Ding in eine Holzkiste packen. Würfel waren das, ne? Genau, in eine Holzkiste packen und so kannst du es verschiffen. Ja, so haben die Amerikaner das auch gemacht praktisch, was weiß ich, Vietnam, sonstiges, Korea, blablabla. Da haben die Dinger in so kleine Kisten packt, zack, bumm, weg. Ja. Also da ist nichts dran. Sie sind schnell, glaube ich. Ne? Also dafür, dass es offen ist. Ja, also meiner geht 100. Also 100 Pferde. Und 100 sitzt du auch. Was hast du mit? Also du hast, glaube ich, nur einen Bauchgurt dann wahrscheinlich. Nee, oder? Gar nichts. Gar nicht. Muss ja nicht. Nee, weil, aber du musst ja nicht. Aber ist der als,
auf dem Moped sitzt er auch einfach so drauf, ne? Hast du auch nichts. Ne? Ja, genau. Also du hast nichts, weil es aber gesetzlich richtig ist, nichts zu haben, weil der historisch so ist. Ist ein Oldtimer, völlig im Originalzustand gefahren. Genau. Und wer fährt gerne mit dir mit 100 auf der Landstraße? Niemand. Also hast du Frauen, Kinder dabei? Die Mädels sind da nicht so erpicht drauf, formulieren wir es so. Ja? Also die halten mich auch ein bisschen für verrückt, deswegen, aber das dürfen sie auch. Ja, meine Frau sagt immer, ich habe halt ein bisschen einen Schatten manchmal. Ne? Aber bei meinem Hobby, ne, ich veranstalte die größten Paintball-Events in Europa aktuell, also da muss man ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Befürchte ich. Auf jeden Fall. Was tankt man da eigentlich? Benzin. Also ich schätze mal, wenn der fürs Militär ist, kann der alles fahren eigentlich. Ich habe es bisher nur mit Benzin ausprobiert. Also Diesel verträgt er nicht. Und das läuft. Okay, gut. Was ist das Motto vom SBG 30? Ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Schwierig, das kommt darauf an, wie viele SBGs bis dahin, ob das jetzt in quasi 10 Jahren ist, ne? Weil nur alle 2 Jahre SBG gibt, oder ob es in 2,5 Jahren ist. Ich hätte mal Bock auf Captain Future, irgendwie sowas. Ah, okay. Hätte mal Bock drauf. Also so richtig... Captain Future, das ist das diese Zeichentrickserie? Ja, na klar, ich bin absoluter Captain Future-Fan. Ja. Ja. Ich habe das Thema jetzt noch so ein bisschen im Kopf. Ja, ich finde. Also diese Melodie, die ist schon so sehr prägend. Also, und mit dem Gehirn und so. Ich finde auch früher diese Zeichentricksendungen, die haben die Kinder auch noch irgendwas mitgeben. Ne? Wenn du dir heute so, was weiß ich, wie heißen die alle? Ne? Keine Ahnung, meine Kinder sind schon zu alt, die schauen das nicht mehr an. Das ist nur so Trash. Ja? Früher, das war immer so mit ein bisschen Wissen. Es war einmal das Leben, es war einmal der Mensch. Genau. Top. Ja. Ich kenne auch noch die Folgen, wo am Ende dann immer nochmal sozusagen die Crew zusammengekommen ist aus der Zeichentrickserie und den Kindern wirklich sowas die Moral von dieser Geschichte erzählt hat. Ne? Und ein bisschen Moral, glaube ich, würde unserer Gesellschaft gar nicht schaden. Ne, kann man Moral miteinander reden, eine Meinung haben, aber auch sich andere anhören auf jeden Fall. Ne? Ja, wenn du dir Facebook anschaust, also ich muss sagen, ich benutze das natürlich für Paintball, privat benutze ich das alles überhaupt nicht mehr. Weil egal, was du machst, Beispiel, wir dann jetzt den Campingplatz, die Straßen befestigen, ja, da haben wir uns extra so Recyclingmaterial, ist kein Spruch, ne, sondern es werden von so Abbrucharbeiten, es wird dann gesiebt, dass da nicht irgendwelcher Dreck drin ist und das wird dann im LKW gebracht. Das ist der normale Unterbau und obendrauf kommt dann der Kies. Ja, das ist auch in Deutschland so. Ich habe das Ding gepostet, dass wir da so Straßen machen. Schreibt schon der Erste drunter, dass ihr illegal Müll entsorgen im Wald. Ja? egal, was du machst. Ja? Es kommt immer sofort und auch nicht irgendwie hinterfragen oder sonst irgendwas, sondern sofort einfach mal, wuff, ich zünde jetzt mal an, ne? Schmeiß mal die Handgranate, schauen wir mal, ob es explodiert. Ne? So. Naja. Ach, manchmal eine komische Welt, in der wir heutzutage schon gehört dazu. Ich habe es inzwischen ja wirklich gewöhnt. Also, stehe da drüber. Ja. Hiermit kommen wir jetzt mal zum Ende. Falls ihr mehr von Battle hören und sehen wollt, schaut euch mal seine, wie gesagt, angesprochenen Kanäle auf Instagram, Facebook und YouTube. YouTube ja auch eine ganz coole Podcast-Serie. Oder nicht Podcast, sondern Vlogs. Einen Vlog machst du einen ganz tollen da an. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, liked den gerne. Abonniert uns, wenn ihr es könnt. Ihr hört uns auf Spotify oder iTunes oder auf allen anderen gängigen Podcast-Folgen mittlerweile. Danke, dass ihr euch die lange Zeit genommen habt, uns hier zuzuhören und zuzuschauen. Das letzte Wort gehört heute, wie jedes Mal, meinem Gast, Bertel. Ja, ihr wisst ja, ich rede gern und viel. Ich hoffe, es war mal wieder nicht zu viel. Und danke, Chris, dass du das ganzen Sport und das Hobby so unterstützt. Ich glaube, ohne so Leute würde es im Moment überhaupt nicht mehr gehen. Wir bleiben dran und ich hoffe, ich sehe die meisten von euch irgendwann auf dem Spielfeld oder irgendwas. Ihr könnt mir jederzeit immer anschreiben. Ich antworte immer selbst. Ich habe hier niemanden, der das irgendwie für mich macht oder so. Ich freue mich, dass ich den Sport immer ein bisschen fördern darf und dass ich so präsent sein darf. Und für diejenigen, die einfach schon genervt sind von mir oder von meiner Stimme, es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder euch eine halbe Stunde voll gelabert habe. Danke dir, Bertel. Und frohe Ostern.